Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Schäferkort, liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich nochmals im Namen meines Bruders Fritz und unserer Familien, sowohl wie auch im Namen des Bestemar-Teams. Heute freue ich mich bereits zum 13. Mal den Bestemar-Preis Managerin des Jahres vergeben zu dürfen. Seit dem Jahr 2002, dem Jahr der ersten Verleihung, bis heute kann man feststellen, dass sich schon sehr viel in die richtige Richtung verändert hat. Meine Frau hat mit diesem Preis und auch mit den beiden anderen Preisen frühzeitig Bewegung in die Debatte und in die Politik gebracht. Die anderen beiden Preise sind der Nestemacher-Kita-Preis, den wir seit 2001 an Kindertagesstätten regional vergeben, die Vorbild für die Gleichstellung der Geschlechter und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind. Der weitere Preis trägt den interessanten Namen Bestemarer Preis Spitzenvater des Jahres. Hiermit prämieren wir seit 2006 vorbildhafte Spitzenväter, die sich nicht nur der Erziehung ihrer Kinder annehmen, sondern auch ihren Partnerinnen die berufliche Weiterentwicklung ermöglichen. Des Weiteren geben wir dieses Jahr für 2014 zum 10. Mal den Bestemarer Frauenkalender heraus. Dieser beinhaltet Kurzlebensläufe herausragender Frauen und herausragender Spitzenväter. Doch nun zu Ihnen, Frau Schäferkort. Sie erhalten heute die diesjährige Auszeichnung Bestemarer Managerin des Jahres. Ich möchte bei dieser Gelegenheit der professionellen, aber der Jury für die Arbeit bei der Auswahl der immer guten Top-Führungsfrauen danken. Sie, liebe Frau Schäferkort, verkörpern eine von den noch seltenen Führungsfrauen, die wir eben gehört haben, die auf den Führungsetagen mit eindrucksvollen Erfolgen beweisen und bewiesen haben, dass Frauen diese Position nicht nur gleich gut, sondern teilweise auch besser als Männer beherrschen. Damit prämieren Sie die anderen Top-Spitzenfrauen, die wir prämiert haben, als Leitbild für den weiblichen Führungsnachwuchs. Meine Damen und Herren, bitte erlauben Sie mir bei dieser Gelegenheit eine Hommage an eine andere starke Frau zu richten, nämlich an meine Frau Ulrike. Kurz vor Ostern dieses Jahres entdeckte sie eine kleine Verdickung in ihrer rechten Brust. Die daraufhin vorgenommene Diagnose war ein Schock für uns, Brustkrebs. Wir hatten Glück, in diesem Fall in der Nähe einer fantastischen Ärztezentrums zu wohnen, nämlich dem Brustzentrum Lippe. Die Diagnose und Therapie machten Ulrike und mir Mut. Sie entschied sich auf Rückfrage einer regionalen Zeitung dazu, ihre Erkrankung öffentlich zu machen. Die Resonanz war überwältigend für Ulrike und auch für mich, denn sie erhielt eine riesige Anzahl von Zuspruch von vielen uns unbekannten Menschen mit Genesungswünschen, Zuspruch und Lob und auch mit der Anerkennung, dass sie anderen Frauen in dieser Veröffentlichung Mut gemacht hat. Nun sind schon 6 Monate vergangen und 5 Chemotherapien liegen hinter Ulrike. Dass sie den Kampf gewinnen kann, wusste sie, als der Tumor nach der 2. Chemo nur noch halb so groß war. Seit der 4. Behandlung war er ganz verschwunden. Es steht nur noch eine Brust-OP an und eine Strahlentherapie im Dezember. Während dieser Zeit bisher hat Ulrike, soweit es ihr möglich war, ihre Aufgaben und ihren Beruf weiter verfolgt, auch um sich abzulenken. Ab Januar haben die Ärzte gesagt, könne sie wieder voll da sein. Nicht nur für die Fachhochschule Bielefeld, sondern auch für das Unternehmen, denn Ende Januar steht die Jahrespressekonferenz, die immer von ihr konzipiert und vorbereitet wird, an.
Ihr größter Wunsch war es, den heutigen Termin erfolgreich wie immer organisieren und durchstehen zu können. Und ich finde, es ist eine tolle Veranstaltung wie immer. Liebe Ulrike, ab Januar wird diese Krankheit für dich, so Gott will, abgeschlossen sein. Ich muss sagen, ich bewundere deinen Mut und deine Stärke in dieser Lebenslage und freue mich, wenn wir im Februar 2 Wochen gemeinsam mit der MS Europa die südamerikanischen Küsten entdecken können. Meine Damen und Herren, ich möchte nun zurückkommen auf die heutige Hauptperson, nämlich auf Sie, Frau Schäfer-Kord. Und ich bitte 2 lippische Topfrauen nach oben zu kommen, nämlich Sie und meine Frau, um Ihnen dann hier 5.000 Euro für soziale Zwecke, wir haben schon gehört, wofür, zu überreichen. Und die tolle Statue Ökonomia. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn ich nicht niederkniee wie im Glitzkuh, aber ich finde es dazu toll.